Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. Ja, seit der letzten Folge ist einiges passiert. Mein Mainboard ist im Arsch. Durch ein BIOS-Update, wo ein Stromausfall war, blablabla. Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder auf dem alten Rechner, deswegen könnte die Qualität ein bisschen schlechter sein. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben... Ich bin so dumm. Ich hatte die ganze Zeit hier auf 1600x900 stehen und nicht auf 1920x1080. Deswegen, ja, läuft das Ganze jetzt, ich glaube, das Bild ist jetzt ein bisschen schärfer. Auf jeden Fall habe ich den Unterschied direkt gemerkt. So, ja, City Skylines, was war mein Plan? Das ist jetzt eine gute Frage. Wir haben hier letztes Mal was hinzugebaut. Er staut sich immer noch sehr bei dem Weg nach da rein. Was ich kacke finde. Weil das können wir am wenigsten brauchen in dem Moment. Schauen wir mal, wie es jetzt wirklich läuft. Also es ist wirklich so, dass diese Autobahn hier sehr, sehr voll ist. Und ich glaube, der beste Weg ist es, wenn wir wirklich die komplette Seite hier abcutten, hier eine normale Auf- und Abfahrt bauen. Und das werden wir jetzt uns mal antun. Wir tun hier das weg. Die ganzen wollen hier davon auch. Immerhin bringen die ja nichts mehr. Die ganzen Gebäude auch. So. Das kann auch weg. Jetzt kümmern wir uns schnell um die Ortschaft hier, weil die ist natürlich dezent angebunden an das System. Chip. Bedeutet, wir müssen jetzt gucken, wie machen wir das mit dem Schloss. Also hier, die ist beidseitig benutzbar. Bedeutet, wir sagen einfach, wir drehen das Ganze hier jetzt um. Und lassen die hier so rüberfahren, dass das hier so eine Einbahn quasi ist, die wieder zurückführt. So. Dann haben wir das Problem schon mal gelöst. So, ich hätte dann gerne hier nachher noch eine Verbindung, aber als erstes kümmern wir uns mal darum, dass die Autobahn wieder angeschlossen ist. Und da das hier kacke ist, machen wir das mal neu. Wir nehmen hier wieder eine Free Lane. Eine Free Lane Autobahn. Wir nehmen erstmal die andere Richtung, so. Ich glaube, das müsste der richtige Abstand sein. Perfekt. So. Natürlich finden die das jetzt richtig kacke, weil die haben natürlich höhere Gebäude gebucht und haben die niedrigeren bekommen. Der Anschluss hier ist ein Two-Lane-Anschluss. Genauso wie hier. Bedeutet, die fahren jetzt hier wirklich rein, müssen hier entscheiden, wohin sie wollen und können dann halt die Anschlüsse dementsprechend nutzen. Und dann wird hier noch eine normale Straße an das Verkehrsnetz angeschlossen. So. Und man kommt jetzt von da unten und von dort in diesen Stadtteil rein. Genauso mit dem Stadtteil kommst du von hier oben rein. Und nach da hinten kommst du außen rum. Und alles ist natürlich dementsprechend verbunden mit Straßen. So. Aber hier brauchen wir trotzdem eine Straße. Zu steilen. Wenn es reicht, um drüber zu kommen, bin ich happy. So, perfekt. Und da hätten wir das schon mal erledigt. So, jetzt schauen wir mal, wie sich das kurz entwickelt. Ich bin mir relativ sicher, dass das sich irgendwie trotzdem stoppt. Wir schauen mal kurz, weil hier sieht man schon, hier dieses Verwaltungswiese von A nach B fahren ist gerade ein bisschen. Was ist mit unserem Müllabfuhr los? Überall türmt sich Müll auf und ja, wir müssen halt erstmal irgendwie schauen, dass wir den Stau wegkriegen. Das ist ja so mal Problemlösung Nummer 1, weil alle wollen unbedingt nach da drüben zum Beispiel, was ich kacke finde. Dann
tun wir das jetzt hier abändern, weil hier sieht man, die wollen alle unbedingt nach da. Bedeutet, wir tun mal Upgrades dafür. Hier ein Upgrade und hier ein Upgrade. So. Dann sollte das doch um einiges einfacher gehen, oder? Also sobald der Stau sich hier auflöst, löst sich der Stau nicht auf. Dann tun wir das mal hier auch zu einer Six-Landing-Runde ausbauen. So. Und sich das Problem schon mal gelöst. Hoffe ich. Was mache ich denn sonst so viele Spuren? So. Da gehen jetzt auch die ganzen Hyopais drüber, die Menschen. Ich bin wieder ein Helikopter unterwegs. Was soll denn das jetzt? Aber schaut ja ganz relativ okay aus. Also, dass wir hier einen Stau des Jahrhunderts haben. Weil wir eine Ampel haben vielleicht. Könnte das das Problem sein? Also ich tue euch mal hier verbieten, drüber zu gehen. Ob da ein Stück Kreisel nicht schlau wäre, ist jetzt so mittlerweile die Frage, ne? Weil es wollen so viele Fahrzeuge da rein. Das ist echt brutal. Man sieht auch, wie sich staut halt, ne? Deswegen haben wir jetzt einen Rückstau bis auf die Autobahn wieder. Was ich nicht haben will! Okay, was ist, wenn ich die Straße nochmal abreiße? Let's try this. Oder wenn wir sozusagen nur sagen, hier ist nur die Einfahrt möglich. Dann nehmen wir nämlich hier. Straße. Anschluss. Daran. So. Aber geben der Seite nicht das Abbiegerecht. Geben. Yeah. So, hier die Rechte. Und die dürfen rein theoretisch nur noch da drüben. So. Was ist für euch da drüben? Ah, okay, das heißt für die was anderes. Gut zu wissen. Damit ist gemeint, ihr dürft nur darüber. So. Dann haben wir jetzt hier schon mal Ruhe und die Autos müssen dann da unten wieder raus. Wo sich's dann dort staut. Ah, das gibt's doch gar nicht. Gibt's denn dann die Möglichkeit? Wir können es so eine 8-Lane machen, das bringt sich in dem Fall genauso wenig. Helikopter fliegen. Also die Helikopter sind ja schon mal vom Vorteil. Es tut ein bisschen was machen. Schau mal, irgendwie. Ah ja, wir haben ja einen dezenten Müllwagen. Prozedur hier stehen, ne? Ja. Wir haben dann hier noch das Gebiet. Da können wir nicht auch nochmal ein Ortsteil bauen. Die Frage ist dann, wie wir mit der Autobahn verfügen.
Also wie es erscheint, löst sich langsam der Stau auf. Also hier müssen wir vielleicht noch was regeln. Hier wäre es vielleicht schlau, wenn wir denen sagen, wie sie zu fahren haben. Dann teilen sie sich hoffentlich hier gescheit auf und dann sollte das schon mal flüssiger gehen. Hier liegt das Problem hier mitten auf der Brücke wieder. Ja, super. So und so. Nicht anders. Und schon alles ist flüssiger. So wollen wir das doch. Jetzt staut sich dafür da unten. Nicht da. Nein. Das könnt ihr später immer. Was ist euch schief? So, warum steht der jetzt? Ihr habt die simpelsten Regeln. Fahrt so drüber. Da ist viel Arbeit zu machen, um hier so eine Stadt irgendwie zu bewegen. Aber hin geht langsam schon etwas voran. Dann. Ja, hier scheint auch nicht das Problem gelöst worden zu sein. Ah, ist Nahrung geliefert worden. Gut zu wissen, dass die teilweise Nahrung bekommen und teilweise nicht. Nicht genügend Verkaufswaren. Wird hier drüben einen neuen Versuch an Stadtbau planen oder überdenken. Irgendwie. Wir sind bei 65.000 oder 5, also wir brauchen noch 10.000 im Grunde in Einwohnerzahl. Und unsere Stadt ist ja schon relativ groß. Das kann ich jetzt keinen behaupten. Also wir haben ja fast nur Hochhäuser. Die Nacht leuchtet. Der Kreis ist auch hier echt gut gelungen. Ich weiß nicht, wieso der so gut gelungen ist, aber er ist gut gelungen. Und das hier ist wohl ein Problem. Sollten wir das doch mit einer Ampel regeln? Ich weiß ja nicht, was hier eingestellt ist. Ah, okay, das ist die Hauptverbindung sozusagen haben wir eingestellt. Oder tun wir jetzt alles zu verschweigen und schauen, was dann passiert. Das Problem ist halt eher, dass es irgendwie sehr kompliziert. Wir haben hier Tote? Gut zu wissen. Auf dem Spielplatz sind Tote. What the? 1400? 1500, fast 1600. Au. Hier ist ein Park. Bringen sich eigentlich die Parks? Also so ein kleiner hier hat 36 Besucher die Woche. Hier brennt's. Schau mal, eigentlich müsste ja relativ flott irgendwoher die Feuerwehr kommen, oder? Also ich habe hier gerade einen Krankenwagen gesehen, aber keine Feuerwehr. Leute, wo ist denn die Feuerwehr? Es müsste so einen Rettungsgassen-Mod geben oder sowas. Das wäre es, Rettungsgasse. Hier sind nicht. Ah, okay, da ist die Feuerwehr schon. Sie hat es noch geschafft. Boah, da haben sie sogar zwei eingestellt, ey. Wahnsinn. Das ist halt also hier noch so ein, zwei Hupers und dann Flachland. Vielleicht sollten wir das auch mal mittlerweile abhängen. Im Moment haben wir hier auch gleich die größeren Gebäude stehen. Ja, haben wir. Bedeutet, wir tun das jetzt einfach mal. Also die kommen alle weg.
Die ganzen Plantagen werden neu gemacht. Hier kommt Hochhausgebiet hin. Und hier kommt nochmal hier so... Ja, Gewerbegebiet halt, ne? Abstimmt halt von der Straße weg. So, dann schauen wir, wie sie die jetzt darauf reagieren. Müsste aber alles passen, ja. Und vor allem ist ja auch Industrie ist am meisten gefragt. Wieder so hier hinten, der Park muss erweitert werden. Das geht auch nie zu Ende, oder? Das müssten wir eigentlich zu einer Vorlane ausbauen, schon bei der Masse, die da ankommt. Das können wir mit der nächsten Straße machen. Warte mal, wo ist es denn jetzt? Ja. Wir bieten euch hier die Möglichkeit, eine normale Straße zu nutzen. Und dazwischen gehen dann wieder nur die kleinen Straßen nach unten weg. So irgendwie. Wir waren 14.000, 13.000 teilweise. Das ist der Wahnsinn. So. Die Straße drehen wir jetzt wiederum um. Oder die müssen da vorne hin. Machen hier vorne die Ampel wieder aus. Unten ist auch keine Ampel, perfekt. Die Frage ist, ob man nicht die Straße unten mal wirklich upgradet dann. Dass man sagt, okay, das unten ist auch nochmal eine große, die rumführt. Um halt den Flow ein bisschen zu verbessern. Er ist ja schon nicht schlecht jetzt mittlerweile wieder, aber trotzdem nicht das, was ich eigentlich gerne haben würde. Ne? Ach Gott, da hatten sie schon eine Scheiße gebaut. Genau, da haben wir zwei Abstand gelassen. Und die haben sie aus irgendeinem Grund sich gedacht, oh, wir bauen eine Brücke. Wir bauen jetzt eine kleine feine Brücke dahin. So. Und wieder eine Brücke. Dankeschön. Da ist es mir jetzt so tendenziell. Schuppe. Hallo Vogel. Na, wie geht's? Fliegt gerade vor meinem Fenster ein Vogel um. Aber Leute, würde mal sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.